Liebe Kunden, Freunde und Interessierte, auch und gerade in schwierigen Zeiten möchten wir mit Ihnen in Kontakt bleiben. Mit dem Lucider 164 wollen wir wie immer informieren, inspirieren, aber auch ein wenig unterhalten, denn das Lächeln muss auch in der Ära des Händewaschens ein wichtiger Teil unseres Lebens bleiben. Selbst wenn eine die Schließung von McDonald's schon hat treffen kann. I'm so sorry. Pizza Hut's closed too. Where else did we eat? Wir sind alle kein gesund und stehen als Mischbetrieb des Handwerks auf der Positivliste der Regierung, dürfen also weiterhin für Sie arbeiten und beraten zusätzlich gerne auch per Skype. Vielleicht entwickelt sich ja gerade jetzt ein neues Bewusstsein für Regionalität, Handwerk, Achtsamkeit, für das Leben auf dem Land, Chitter Slow, Entschleunigung und Nachhaltigkeit. Eine Kundin hat uns gerade für den Nachhaltigkeitspreis der Lamsbräu vorgeschlagen, mit denen wir zusammen auch mit Faber-Castell einst den Nachhaltigkeitspreis der Stadt Nürnberg gewannen. Einerseits ist es tragisch, dass wir ausgerechnet in Zeiten der Ausgangssperre ein neues Wohnzimmer samt HiFi und TV-Anlage in der Ausstellung eingerichtet haben. Andererseits ist schon alleine das raffinierte Elsbärenmöbel mit der digitalen und analogen HiFi-Anlage spannend. Aber der Fotovergleich nach 16 Jahren unserer besten Sekretärin Bayerns, Nina Brunner, ist wirklich das Beste. Die Werkstatttage mit der Lesung von Dennis Scheck sind für den 22. April geplant. Bitte melden Sie sich trotzdem weiterhin an, denn zum einen erfahren Sie dann als Erste den neuen Termin oder wir finden eine digitale Veranstaltungsalternative. Für diesen Abend haben wir auch die Tische für Sie gefertigt. Eigentlich zur Inspiration, weil wir alle Holzarten, Tischgestelle und Kantengestaltungen damit darstellen, aber vielleicht auch gleich zum Kaufen. Sie können sich Ihr Modell gerne schon jetzt reservieren, 3 davon sind übrigens schon vergeben. Pro Natura hat ein neues und absolut lesenswertes Heft mit 187 Tipps zum gesunden Schlaf herausgebracht, das man gerne bei uns abholen oder auch bestellen kann, dann schicken wir es per Post. Ute Danzer steht aber auch telefonisch für alle Fragen zum gesunden Schlaf zur Verfügung. Ein sympathischer Kunde aus Kleinmachnow, das ist zwischen Potsdam und Berlin, hat unsere Handuhren von Anselm Stieber entdeckt, einige gekauft und europaweit an die Familie verschickt. Und er fragt, warum nicht alle Menschen im Zeichen der Entschleunigung eine solch geniale Uhr wollen. Das fragen wir uns eigentlich auch, deswegen zeigen wir Ihnen die noch verfügbaren Modelle hier im Bild. Sie kosten zwischen 800 und 1050 Euro. Unser neuer stummer Diener Giovanni ist in der Null-Serie fertig. Einige Exemplare sind schon und einige können noch gekauft werden. Für besonders enge Schlafzimmer gibt es sogar einen platzsparenden Bruder, der uns irgendwie an einen Krisen-Giovanni erinnert. Jetzt grübeln wir ständig, ob uns nicht etwas für einen humorvollen Werbespot einfällt. Sie haben noch gerade etwas mehr Zeit. Sollten Sie eine geniale Idee haben, könnten wir Sie zum Dank mit Sägespänen überschütten, bis wirklich nichts mehr rausguckt, oder Ihr Gewicht mit Brennholz aufwiegen. Sie können sich aber alternativ auch Schneidbretter oder Massivhocker raussuchen. Zur Erinnerung an den verstorbenen Asterix-Zeichner Albert Uderzo. Im Artikel zum Weltfrauentag und über das gelungene Meisterinnenstück, oder besser Meisterinstück, von Sophia Wagner, es hat sogar Einzug in unser Branchenfachmagazin gefunden, haben wir uns auch über die ausgesprochen erfolgreiche Geschichte der Frauen bei den Möbelmachern und den Hintergrund dazu Gedanken gemacht. Mit Freude erinnern wir uns an den letzten Kochworkshop Next Generation. Gerne laden wir Sie zu den nächsten wieder ein, sobald die Zeit dafür reif ist. Denn wann, wenn nicht jetzt, erweist sich eine gute Küche und Kochkompetenz als hilfreich. Bald ist bei uns wieder die mobile Säge im Einsatz, unser Symbol für die regionale Waldschöpfungskette und einen verantwortungsvollen Umgang mit der Natur, mit den Menschen und mit der Welt. Bleiben auch Sie gesund und bitte denken Sie beim Einkaufen von Möbeln, Spielzeug, HiFi-Anlage bis hin zu Ihren Kleidern an Ihre Händler in der Region. Wir brauchen Ihre Hilfe jetzt besonders. Bis bald.